Konnichiwa, ihr Ninjas da draußen, heute wieder zu einer Folge Super Mario Odyssey mit mir, MGMus, mit auf dem Gaming Ninjas Kanal. Und ja, wir stehen kurz vor Bowser, haben hier noch, ja, so Mini, ja, 8-Bit-Level vor uns, das wir natürlich auch wieder meistern wollen, da es wieder Fettmonde gibt, obwohl wir die eigentlich in dem Level nicht brauchen, aber keine Ahnung. Ich bin gerade dabei, also mache ich sie. Ich bin hier in der Nähe. Wieso soll ich dann hier irgendwie das in die Länge ziehen oder das irgendwann später machen, wenn ich das jetzt schon machen kann? Perfekt, Mond haben wir auch. Ein Mond für dich, Notenjagd hinter den Paravanen. So, okay. Ja, immer wieder mal springen, dass das Zeug hochkommt. Ja, dürfte mir eigentlich schon reichen. Tut's auch. Und noch ein Mond. Puh. Und ab dafür. Ja, dann kann man hier auch wieder schon raus. Ja, haben wir noch zwei Monde gefunden. Das ist schön. Sowas freut mich. Das gibt fürs Gesamtkonto wieder einiges. So, hier sind noch zwei Kisten. Hier ist ein Herz hinter. Braucht man jetzt nicht unbedingt zwingendermaßen. Nehmen wir aber trotzdem gerne mit. So, jetzt ist die Frage, wo kommen wir her? Wo müssen wir hin? Die Fahne haben wir noch nicht eingesammelt. Ich würde mal sagen, wir müssen weiter hoch. Deswegen hoch da mit uns. Und ja. Hier ist noch eine Fahne, also direkt nochmal eine. Oh, was geht hier ab? Hier ist ein Porträt noch nicht gezeichnet. Okay, also die Porträts, wie zum Beispiel das, was wir hatten mit... Naja. Mit Dingenskirchen, mit dem Pilzland. Aber das war halt noch nicht gezeichnet. So, jetzt sind wir hier. Springen wir mal auf die Plattform hier. Oh! Die hier wieder. Yep, die Hochzeit steht kurz bevor und der Chef macht sich da vorne im Turm schick für das große Ereignis. Ihr beiden macht euch aber besser schnell aus dem Staub, denn ihr steht nicht auf der Gästeliste. Wir schreiben uns einfach auf die Gästeliste. Verstanden? Ach nö. Hi. Nope. Das finde ich nicht so schön, was du hier machst. Hier alle vollsiffen. Okay. Hier eine mitgegeben. Okay, die Lava kann ich nicht wegmachen. So, ihr erstmal auf den Kopf hüpfen. Ja, jetzt dreht sie ein bisschen am Rad. Okay. Kann man mal machen. Jetzt ist es wieder gut hier. Ja, komm schon. So, ein bisschen was verschwindet auch schon wieder von der komischen Lava. Ah, die trifft mich wieder. Gibt's ja nicht. Ah. Ich frag mich halt immer, kann ich der Cappy aufsetzen und dann ist gut? Dann kann ich die steuern. Alter, verteil die noch beschissener. Oh, hör mal auf mit der Kacke hier. Ah, schade. Oh, jetzt wirft sie die Kacke wieder rum.
Hör halt auf damit. Braucht doch keiner. So, Bams. Jetzt komm hier. Boah. Ruhe. Ja, ja. Tu nicht so. So. Bleibt nur noch eine. Eieiei. Mir geht's gerade echt nicht gut. Ich bräuchte halt ein Herz oder sowas. Eieiei. Wäre fast besser für meine Gesundheit und so. Aber naja, ist halt so. Hoho, der Chef hat nicht übertrieben, als er meinte, ihr wärt hartnäckig. Das macht aber gar nichts, denn ich werde der Familie der Bordals alle Ehre machen und euch ausmerzen. Okay. Ja gut, du hast leichteres Spiel. Ich habe nur noch ein Herz. Geh mal weg hier. Ah, okay. Kann man mal machen. Ah, cool. Oh, nehme ich gern. Nein! Nein, ich lauf rein. Ich lauf direkt in ihn rein. Oh. Ich kacknappel. Okay. Zumindest ist der eine gespeichert. Mann. So, einmal überspringen bitte. Und rauf auf ihn. Oh, weg mit den Hüten. Oh, puh, zweimal auf die Mütze gegeben. Ei, der Radius ist noch zu groß. Boah. Ihm auch dreimal auf die Mütze gegeben. Huiuiui. Da war ich ein bisschen stiller. Musste aber auch mal sein. Für die Konzentration und so. Huiuiui. Und ja. Der nächste Mond. Der uns natürlich Tür und Tor öffnen wird. So, komm her, du Sau. So, und was ich gerade mitkriege, ich habe schon wieder vergessen, den Timer zu stellen. Aber egal. Wir gehen jetzt durch das Tor und gucken mal, ob es bald vorbei ist oder nicht. Wenn, dann wird es halt wieder eine Überlänge-Folge. Aber es ist, glaube ich, was Längeres. Aber so lange sind wir auch noch nicht drauf hier, würde ich mal sagen. Endlich, wir haben den Haupthof erreicht. Ja, Zeit wird's mal. So, müssen wir uns aber trotzdem noch zum Bowser durchkämpfen. Geh weg, du Vogel. Ach, da kann ich mich nicht einklinken. Geh weg hier. So, hier den Stachi wegstacheln. Na, fuck. Ich hätte mit dem Vogel hier durchkommen müssen. So. Immer schön im richtigen Moment hüpfen. Und dann können wir hier auch hoch.
Immer weg, Stachy. Du auch. Also hier komme ich nicht hoch. Das ist schon mal klar. Nehme ich halt den anderen Weg. Weg mit der Kugel hier. So, immer schön den Weg hier freihauen. Dann sind wir auch schon hier oben. Die äußere Mauer. So, wir haben einen Mond bekommen. Ist ja auch schön. Geh mal wieder ein Stück zurück, wäre cool. Nein! Vorbeigesprungen. Nein, er hat mich erwischt. Nein, ich fall runter. So, erwischt. Erwischt. So, jetzt muss ich hier irgendwo so einen Vogel herbekommen, oder wie? Also komme ich hier nicht hoch. Das steht schon mal fest. Ah, hallo. Hab dich gefunden. Geht doch. Und hoch und hoch und hoch. Nein, nein, nein. Oh, nö. Das muss doch nicht. Ah, passiert. Passiert, passiert, passiert. Nehmen wir mit. Boah. Der hätte mich beinahe erwischt. Aber so beinahe hätte er mich aufgestachelt. Oh, geh mal weg hier. Oh, danke. Wo ist eigentlich der richtige Weg? Oh. Dann bleiben wir hier mal hängen. Hängen mal so eine Runde ab. Nein, wieder vorbei. Ja, okay. Ja, okay, okay, okay. Es ist halt so, dass das nicht so leicht ist. So, einmal probieren wir es noch. Wenn es wieder nicht klappt, dann probieren wir es nächste Folge. Oh, du gehst weg. Vielleicht mit ein bisschen mehr Ruhe und Gemütlichkeit, dann geht auch sowas. So ungefähr. Die lila Münzen können mich jetzt gerade mal. So, ab dafür. Boah, Glück gehabt. So. Schön hier lang gekommen. Oh, einmal nochmal sicherheitshalber festhalten. Und ab die Marke. Am Fuße des Turms. Ich würde sagen, wir beenden für heute die Folge. Geh aus dem Vogel raus. Ich glaube, ich brauche den nicht mehr. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Über Kommentare und Daumen nach oben freue ich mich jedes Mal sehr. Und hier sind noch ein paar Videos für euch. Ich sage ciao und tschüss. Bis zum nächsten Mal.